Okay, Freunde, ich bin am Flughafen. Ab jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Noch nie allein geflogen. Irgendwie denkt man immer, Fliegen ist so eine Wissenschaft für sich. Aber so kompliziert sollte es doch nicht sein, oder? Keine Ahnung, wo ich gerade langlaufe. Naja, wird schon. Und mit diesen Worten ging es für mich nach Alicante in Spanien. Denn meine Instagram-Timeline ist voll von irgendwelchen wunderschönen Travel-Videos, wovon ich persönlich immer so ein bisschen Fernweh kriege. Aber es ist eben gar nicht so einfach, immer mal eben jemanden zu finden, der mitkommen kann, der gleichzeitig Zeit hat wie man selber und sich mal eben Urlaub nehmen kann. Und genau davon habe ich mich schon so oft aufhalten lassen und habe am Ende Sachen nicht gemacht. Aber ist das so die richtige Herangehensweise? Laut diversen Videos und ein paar Leuten aus meinem Umfeld nicht. Ich habe schon vor ein paar Jahren mal ausführlich mit Crispy Rob über unter anderem das Thema gesprochen und er hat mir wärmstens ans Herz gelegt, einfach mal alleine reisen zu gehen, weil das wohl eine richtig nice Erfahrung sein soll. Nachdem ich mich da jetzt 2-3 Jahre vorgedrückt habe, wollte ich jetzt kurz vor meinen Abschlussprüfungen nochmal Urlaub machen. Keiner hatte Zeit und irgendwie wurde es Spanien. Also das ist so random, Mann. Was mache ich hier? Ich bin am Meer. Und hinter mir ist irgendwie eine riesen Burg auf dem Berg. Ich weiß halt gar nichts über diesen Ort. Es ist ganz schön bewölkt. Was mache ich hier? Es ist so dumm. Es ist so dumm. Ich bin alleine. Spanien. Die kleine Herausforderung war nur, ich war noch nie in Spanien. Ich kann kein Spanisch. Und ich bin noch nie alleine gereist. Aber hier bin ich. Am Meer. Muss ich, glaube ich, gerade erstmal ein bisschen verarbeiten. Für dieses Risiko habe ich mir doch bestimmt schon mal einen Daumen nach oben verdient, oder? Naja, ob ich alleine verreisen jetzt empfehlenswert finde oder nicht, seht ihr in diesem Video. Ich bin jetzt hier in meinem Airbnb-Zimmer. Nicht giga schön, aber auch nicht sehr hässlich. Aber sehr klein, weil viel mehr als das ist es auch nicht. Meine Füße hängen raus, wenn ich hier liege. Ich werde mich jetzt auf den Weg in die Stadt machen und gucken, dass ich was zu essen finde. Ich habe gar keinen Plan, was abgeht. Und ich kann aber auch niemand anders fragen. Darum muss ich mich selbst drum kümmern. Verrückt. Ich gehe jetzt mal los, mal sehen, was ich so entdecke. Ich habe mir wenig Sachen spezifisch vorgenommen für den Urlaub und wollte einfach mal gucken und es so auf mich zukommen lassen. Aber eine Sache, die ich mir fest vorgenommen habe, war, ich wollte viel Verschiedenes, Neues an Essen ausprobieren. Und damit habe ich dann auch ganz direkt in den ersten paar Minuten vor Ort angefangen. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Erster Stopp, der mich irgendwie angesprochen hat. Und irgendwie habe ich gedacht, hol ich mir das jetzt oder hol ich mir das nicht? Ich hol's mir. Keiner hindert mich. Wer hindert mich? Wer will mich aufhalten? Ich nehme jetzt einfach eins von diesen, weiß gar nicht, was es ist, irgendwie so Teigtaschen. Aber es gibt einige vegetarische, das finde ich gut. Let's try it. So, dann wollen wir nochmal rausfinden, was ich hier jetzt bekommen habe. 2,90 Euro. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob das jetzt teuer ist oder nicht. Okay. Interessante Kombi. Aber eigentlich ganz nice. Vielleicht gönne ich mir in den nächsten Tagen noch ein paar mehr Sorten. Wer will mich aufhalten? Ja, seit diesen Teigtaschen habe ich jetzt irgendwie nichts mehr zu essen gefunden. Ich bin jetzt hier auf so einem großen Platz, das ist eigentlich ganz schön. Aber was zu essen habe ich immer noch nicht. Mal gucken, wo ich was zu essen finde, was vernünftig ist, was die richtige Mahlzeit ist. Fehlt irgendwie noch. So, finally was gefunden. Ich esse zuerst mal neben Paella. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist mit Reis und soßenmäßig. Mal sehen, wie das schmeckt. Ich hoffe, es schmeckt mir. Keine Ahnung. Keiner kann mich beraten. Ich bin auf mich allein gestellt. Ich werde es rausfinden. Ja, schmeckt gut. Also nicht so heftig besonders. Das ist also eine Reispfanne. Aber ist lecker. Machst du nichts falsch mit. Ey, dieses alleine hier rumsitzen und essen, fühlt sich so ein bisschen an wie diese Memes. Aber ist irgendwie auch ein Vibe. Ich bin für insgesamt eine Woche verreist, von Samstag bis Freitag. Und um die Stadt ein bisschen mehr kennenzulernen und zu wissen, wo ich da überhaupt bin, bin ich am nächsten Morgen einfach mal drauf losgelaufen. Ich wollte von diesem bisschen innenstädtischeren Park mit kleinem Strand zu diesem anderen Teil der Stadt mit riesigem Strand kommen. Und auf dem Weg und generell in der Stadt gab es immer wieder so Mini-Outdoor-Gyms. Und ich muss sagen, das finde ich richtig cool. Muss er sich auch sportlich betätigen, ne? Ich glaube, die Übung hier ist gar nicht so gedacht. Aber egal. Ja, da geht doch was. Es ist warm geworden, ey. Hier sind noch mehr Sportübungen, aber irgendwie kommt mir alles ein bisschen unsinnig vor. Oh, das Ding, wo ich gerade war, soll ein Massagegerät sein. Ich frage mich ein bisschen, warum es das in Deutschland nicht gibt. Ich finde, das ist eigentlich eine richtig nice Sache. Da kann man einfach immer mal nebenbei so ein bisschen Sport machen. Schadet ja keinem. So, Freunde, nachdem ich jetzt stundenlang gelaufen bin, zwischendurch noch einen IRL-Stream gemacht habe, wo ich mich irgendwie verlaufen habe und durch irgendwelche Privatgelände gelaufen bin. Ach nee. Was will er denn? Ist hier irgendwo eine Tür offen, wo ich kurz durchhuschen kann? Probier das jetzt. Willst du sagen, dass diese Tür offen ist? Oh. Okay. Ach du Scheiße, was mache ich hier? Ich fühle mich wie ein Einbrecher. Bin ich jetzt hier am richtigen Strandbereich? Das bei mir ist ja nur so ein kleiner Strand, aber das hier, ui. Das hier sieht so aus. Und was ich gerade schon gespottet habe, ist dieses Restaurant. Denn ich habe ein Foto bekommen, wo dieses Restaurant im Hintergrund ist. Und zwar klebt hier irgendwo ein Nettier-Sticker. Vielleicht wisst ihr, es gibt ja dieses geile mit dem Nettier-Sticker. Jetzt ist die Frage, ob er hier noch klebt. Er wurde hier vor 2 Monaten hingeklebt und ich befürchte, sieht schlecht aus. Toll. Umsonst hier hin oder wie? An dieser Strandpromenade habe ich dann nach was zu essen gesucht und bin irgendwie aus Versehen im völligen Fiebertraum gelandet. Ich glaube, ich bin hier gerade in den größten Ultra-Fast-Food-Laden überhaupt. Es ist komplett voll und ultra gestresst alles. Und jetzt habe ich hier so ein Ding. Und sobald das klingelt, kriege ich für 2 Euro, habe ich mir 2 Sandwiches gekauft, die aber anscheinend sehr winzig sein werden.
Und für 2 Euro. Ich bin gespannt, was ich dafür bekomme. Okay, so sieht das aus. Einmal meine Hand im Vergleich. Das Zeug ist winzig. Das sollte eigentlich mein Mittagessen werden. Ich glaube nicht, dass das wird. Ich werde nochmal weiter gucken müssen. Aber gut, interessant. Okay, ich habe eine Pizzeria gefunden. Ich habe mir eine Calzone-Pizza bestellt. Ja, ich würde sagen, kann man doch machen. Und dann war der Zeitpunkt, dass ich das erste Mal so richtig ausgenutzt habe, dass ich ja alleine unterwegs bin und einfach spontan machen kann, worauf ich Bock habe. Ich war gerade eigentlich schon auf dem Rückweg und ich habe mich jetzt ganz spontan entschieden, mich nochmal an den Strand zu hocken, beziehungsweise ich gehe jetzt baden. Und das muss ich sagen, genieße ich wirklich sehr, einfach so ganz, ganz, ganz spontan die Sachen zu entscheiden. Also nicht nur spontan, ich mache heute mal das und das, sondern ich mache jetzt direkt, ich bin gerade eigentlich auf dem Rückweg und jetzt biege ich einfach nochmal zum Strand ab und gehe baden. Ich hole mir hier kurz so einen Windpuschel. Das Ding ist, wenn hier zum Beispiel mein Handy geklaut werden würde, wäre ich ja komplett aufgeschmissen. Ich könnte ja nicht mal kommunizieren, dass mir mein Handy geklaut worden ist. Sie denn ohne Handy? Ich müsste mir ein neues Handy kaufen. Aber ich hätte nicht genug Geld mit, um zu bezahlen, weil ich mit dem Handy bezahle. Und jetzt ist gerade der Strand so leer, da habe ich gedacht, das muss ich nutzen. Wann, wenn ich jetzt? Guckt euch an, wie leer der Strand ist. Kein Schwein ist hier. Und ich meine, es ist halbwegs warm, es ist ein bisschen windig. Ich gehe jetzt ins Wasser. War ich dann aber doch nur sehr kurz, weil das Wasser doch ziemlich kalt war. Und dieses, ich mache alles ganz spontan, wurde mir leider in den kommenden Tagen doch noch ganz schön zum Verhängnis. Aber das seht ihr später im Video. Auf dem Rückweg habe ich aber noch was für mich persönlich ziemlich krasses gemacht, womit ich extrem aus meiner Komfortzone rausgegangen bin. Nämlich waren da am Strand überall so Volleyballfelder und da haben so ein paar random Studenten Volleyball gespielt. Und ich habe echt lange hin und her überlegt, ob ich da einfach fragen soll, ob ich irgendwie mitmachen kann oder nicht. Vor allem, weil ich ja absolut kein Spanisch spreche, wie gesagt. Und noch dazu keinen Plan von irgendwelchen Volleyballregeln habe. Aber ich habe es gemacht und es war am Anfang zwar schon irgendwie ziemlich cringe so, weil ich nichts verstanden habe und die Regeln nicht konnte und so, aber alles in allem war es so eine nice Erfahrung, die haben mich da gut mit aufgenommen sozusagen. Ich war zwar ultra schlecht, aber es hat auch Spaß gemacht und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Am nächsten Morgen habe ich mich dann wieder ganz spontan dazu entschieden, zu probieren, ohne Google Maps auf diese Burganlage hochzukommen. Ja, Freunde, was klebt denn da? Guck mal, für diesen wunderschönen Brunnen, find, da macht der Kollege sich doch ganz nett hier. Ha, nett hier. Das war gar nicht Absicht. Naja, anyways, Freunde, ich habe jetzt entschieden, ich wandere jetzt hoch auf diese Burg. Keine Ahnung, was da ist und ob das spannend ist und ob das schön ist, aber das werde ich jetzt wohl rausfinden gehen. Also da wollte ich hoch. Ich glaube, ich bin irgendwo ganz falsch abgebogen. Aber Digga, die Aussicht ist nice. Also irgendwas habe ich zwar falsch gemacht, aber irgendwas auch richtig. Aber ich muss sagen, ich finde es krass. Im Vergleich zu Deutschland, da wäre doch hier alles in Reihe und Glied mit den Häusern. Junge, wie kreuz und quer das hier gebaut ist, ist irgendwie ein bisschen crazy. Und wie einfach dieses eine Hotel da so übel rausragt. Naja, da wollte ich hoch. Vielleicht kann ich hier oben irgendwo lang. Mal gucken. Ich war nämlich so smart und habe mir gedacht, ich benutze kein Google Maps, ich krieg das selber hin. Ja, muss ja abenteuerlich bleiben, ne? Mal sehen, ob das klappt. Ach, und irgendwie sind auf dieser Wanderung immer wieder so ein paar Netty-Sticker aufgetaucht. Wer das wohl war, ich weiß es nicht. An der Stelle ein kleines Rätselspiel für euch. Schätzt mal gerne in den Kommentaren, wie viele Sky die Netty-Sticker jetzt in Alicante kleben, beziehungsweise am Ende meines Urlaubs da geklebt haben. Und wer als erstes die richtige Anzahl kommentiert, kriegt von mir ein paar zugeschickt. So, weitere Zeit später. Ich bin ein ganz Stück weiter oben und ich glaube, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Auf dem richtigen Dampfer. Denn da oben ist das Ziel zu sehen. Ist nicht mehr so weit weg wie eben. Was ich übrigens noch rausgefunden habe, dieses sehr hohe Haus da ist, soweit ich das verstanden habe, das höchste Hotel Europas. Zumindest war hier irgendeine Reisegruppe mit so einem Touri-Guide, der irgendwas vom höchsten Hotel Europas erzählt hat. Wieder ausgelernt. Da haben die Videos hier doch noch einen richtigen Mehrwert. Ey, das lohnt sich richtig hier einzuschalten. Ansonsten, for real, wie schön ist die Aussicht bitte. Also mein Problem ist, ich habe vorhin diesen Aufstieg zu dieser Mauer hier nicht gefunden, worüber man halt hier hochlaufen kann. Dafür haben wir dieses Kolosseum entdeckt. Hätte ich von der Mauer aus auch. Ich wäre jetzt lieber auf dieser Mauer. Okay, ich glaube, dass hier könnte doch ein Seiteneinstieg sein. Ach du Scheiße, das ist die steilste Treppe, die ich hier gesehen habe. Aber gut, hoch da. Ach nee, ne? Was ist das denn jetzt für eine Verarsche? Jetzt habe ich es endlich auf die Mauer geschafft. Jetzt ist da eine Tür, die nicht aufgeht. Ja toll, hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Naja, mit ein bisschen weitersuchen habe ich dann doch irgendwann einen Weg gefunden und war dann oben. Und die Aussicht war auch wirklich ziemlich schön. Aber irgendwie habe ich auf dem Rückweg gemerkt, dass meine Laune irgendwie zunehmend immer schlechter wurde. Warum, erkläre ich gleich noch. Deswegen habe ich dann allerdings den ganzen restlichen Tag einfach nichts mehr gefilmt. Ich bin dann aber mit neuer Motivation in den nächsten Tag gestartet, habe mich 40 Minuten in den Bus gesetzt, um wieder aus der Innenstadt an den großen Strand zu kommen. So, good morning in the morning. Da bin ich wieder und ich habe wieder gute Laune. Ich habe gestern irgendwie fast nichts mehr aufgenommen. Dann wollte ich in so ein Restaurant gehen, das hatte dann aber montags zu. Was sich aber als sehr gut herausgestellt hat, weil ich dann die geilste Pizza, die ich seit langem gegessen habe. Und dann habe ich gedacht, das, was mich am meisten genervt hat, war, dass ich einfach überhaupt keinen Plan hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe mir einfach keinen Plan gemacht, was ich denn unternehme. Das hat mich irgendwie deutlich mehr genervt, als wenn ich einen Plan mit Punkten auf der Agenda habe. Darum habe ich mich dann gestern Abend hingesetzt und nochmal ein bisschen recherchiert, was man so machen kann. Eigentlich habe ich hauptsächlich nach Surfen gegoogelt und habe was gefunden. Und ich hätte gestern Abend um 11 mir noch einen Surftermin für heute buchen können. Dann habe ich gedacht, okay, aber ich will vorher mal mit denen sprechen, ob ich mit der GoPro mitfilmen kann, bla bla. Darum habe ich das gestern mal noch nicht gebucht. Aber ich bin jetzt gerade auf dem Weg dahin, gerade am Meer angekommen und frage jetzt einfach mal, ob ich das auch jetzt spontan machen kann oder heute noch auf jeden Fall. Und dann werde ich vermutlich surfen gehen. Ich bin also ein ganzes Stück gelaufen und ratet mal, was ich nicht gefunden habe. Richtig, eine Surfschule. Ja. Ja. Cool. Ich bin da, auf Maps, genau da, wo diese Surfschule sein sollte. Und wie ihr seht, also ich sehe keine Surfschule. Ich sehe eine Menge Volleyballfelder, aber keine Surfschule. Ja, die gibt es einfach nicht. Vielleicht macht die auch erst im Sommer auf oder so, aber das stand auf der Webseite nirgends. Ich hätte das für heute buchen können oder für morgen oder übermorgen. Wenn man da anruft, kommt
kommt irgendein spanisches. Keiner erreichbar. Ich bin froh, dass ich es noch nicht gebucht habe. Ich hatte irgendwie sowas schon im Gefühl. Da habe ich gedacht, ich buche das mal nicht. Keiner hier. Cool. Also bin ich zu einer anderen Surfschule gegangen, die es dann aber auch nicht gab. Entsprechend war meine Laune wieder eher mies und ich habe wieder den restlichen Tag nichts gefilmt. Aber stattdessen habe ich einfach mal den Forrest Gump gemacht und bin gelaufen. Und gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und gelaufen. Wieder ohne Google Maps, einfach die ganze Zeit geradeaus. Und tatsächlich bin ich knapp 10 Kilometer einmal um diese Kante von Alicante rumherum gelaufen, bis mir das Wasser ausging und mein Handy fast keinen Akku mehr hatte, weshalb ich dann die Wanderung an genau dieser Stelle abgebrochen habe. Warum das wichtig ist, seht ihr später noch. Von da aus habe ich mich dann wieder in Richtung Zivilisation gekämpft, bin mit dem Bus nach Hause gefahren und habe mich am nächsten Tag zur Tauchbasis aufgemacht. Das war nämlich als einziges schon länger geplant und ich stand mit den Leuten von dieser Tauchbasis in Kontakt und da war ich dann wenigstens so halbwegs zuversichtlich, dass da alles klappt. Guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zum Tag des Tauchens. Ich habe ultra Bock und ich gehe jetzt los zum Tauchen. An diesem Ort geht irgendwie schon so viel schief. Ich hoffe, dass jetzt nicht beim Tauchen irgendein Unfall passiert, weil ich meine, das ist jetzt nicht ganz ungefährlich. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass ich irgendwie gute Aufnahmen für euch dabei rauskriegen kann. Und für mich. Ich habe auf jeden Fall ultra Bock. Junge, ich kann es nicht oft genug sagen. Es könnten wohl ganz nice Fische und eventuell Oktopoden dabei sein. Und Junge, so ein Oktopus, das wäre schon extrem cool. Ich habe jetzt erstmal 40 Minuten Fußweg vor mir zur Tauchbasis. Aber für euch sind es nur ganz paar Sekunden. Junge, wie praktisch, dass ihr dieses Video guckt. Ey, spart ja voll Zeit. Los geht's. Eigentlich sollte ich in 2 Minuten oder so da sein. Dafür, dass es bewölkt und kalt sein sollte, ist es doch ganz schön unbewölkt und warm. Gleich geschafft, das Wasser wird ja wohl eher kühl. Also zack, Ausrüstung geschnappt, alles vorbereitet und auf dem Weg zum Tauchspot gemacht. Und irgendwann während der Fahrt merke ich so, hör, das kenne ich doch, das kommt mir ja alles bekannt vor. Und tatsächlich war der Tauchspot genau hier, wo gestern meine Wanderung geendet ist. Das war so ein random Zufall, aber ultra lustig. Und dann ging es auch schon unter Wasser. Für mich war es tatsächlich das erste Mal Salzwasser tauchen und wir haben direkt ein paar interessante Sachen entdeckt. Zum Beispiel diese durchsichtige korallenmäßige Pflanze und einen Seestern. Und ganz kurze Zeit später sind wir zu diesem Stein getaucht und siehe da, man erkennt es nicht so gut, aber da chillt doch tatsächlich ein eingekringelter Oktopus drin. Junge, das war so cool. Ich habe da blöderweise ein bisschen das Gleichgewicht verloren, weshalb da so viel Sand aufgewirbelt wird. Und dabei habe ich mir auch noch ein bisschen die Hand aufgeschnitten, aber es war trotzdem ein sehr cooler Moment. Außerdem gab es diese Unterwasserblume in Anführungszeichen mit Special-Funktion. Und ein Fahrrad, was da glaube ich auch schon ein ganzes Weilchen liegt. Aufgang 1 erledigt. Ich glaube, es waren nicht so sehr nice Aufnahmen dabei, aber vielleicht ein paar ganz schöne. Aber so nice. Oktopus gesehen, was gibt's denn Schöneres? Es macht so Bock. Ich liebe es. Im zweiten Tauchgang haben wir dann so anemonenmäßige Gräser und auch endlich ein paar größere Fischschwärme gesehen. Da ich keinen Plan für den nächsten und letzten vollen Tag hatte, habe ich mich spontan dazu entschieden, einfach nochmal tauchen zu gehen. Und ich habe mir gleichzeitig für den letzten Tag nochmal eine kleine Sonderchallenge gestellt. Denn um dieses Alleine-Sein-Ding nochmal wenigstens einen Tag so richtig, richtig durchzuziehen, habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe meinen 10-Minuten-Timer für heute für WhatsApp gestellt, dass ich für Notfall schon noch irgendwie was fragen oder helfen oder was weiß ich kann, aber halt nicht so normal mit Leuten kommuniziere, wie ich sonst aktuell viel mache. Also keine Leute um Hilfe fragen, aber auch keinen Leuten irgendwas erzählen. Ich glaube, es wird tatsächlich ganz schön schwierig. Ich werde euch ein bisschen erzählen, wie das so läuft. Und jetzt gehe ich einfach nochmal tauchen. Und noch bevor ich tauchen gehe, geht's direkt los. Mein Handtuch ist über Nacht nicht richtig getrocknet. Was ich jetzt eigentlich direkt irgendwelchen Leuten erzählen würde, einfach so unnötig das auch eigentlich ist, aber irgendwie ist halt so ein Ding. Aber das mache ich jetzt wohl nicht und ich muss sagen, das fällt mir gerade schon schwer. Uiuiui. Das wird ein Tag, ey. Uiuiuiui. Ich habe dem Kollegen von der Tauchbasis hier gestern noch einen netten Sticker von mir gegeben und guckt, wo er jetzt klebt. Digga, das ist so cool. Der hat den einfach hier hingeklebt, man. Love it. Und ich meine, hier wird er sicher kleben bleiben. Das heißt, wenn ihr nach Alicante kommt und tauchen gehen wollt, geht zu La Salle Tauchbasis, dann guckt euch den Sticker an und geht tauchen. Habt Spaß. Die Leute sind super sympathisch. Ultra anfängerfreundlich, ist richtig nice. Und ich gehe jetzt tauchen. Was soll ich sagen, Freunde? Ich liebe Tauchen. Es ist so geil, Mann. Es hat so Spaß gemacht. Junge, habt ihr das gesehen, Mann? Oktopus nochmal besser gesehen. Leider habe ich da auch wieder ein bisschen Sand aufgewirbelt. Das heißt, ich habe ihn nicht so ganz perfekt gesehen. Aber ich habe ihn gesehen und ich konnte da richtig so einen Moment ausharren und den angucken. Und Junge, richtig nice. Und dann, das habt ihr leider nicht auf Video gesehen. Oh, scheiße, Mann. Die GoPro hat nicht schnell genug gestartet, bevor er weg war.
einen Rochen, aber nicht ein kleiner, sondern wirklich von der Kamera bis hier. Auch kein riesiger Manta-Rochen, logisch, aber Rochen, ein richtiger. Der hat erst auf dem Boden gechillt und dann habe ich die GoPro gestartet und plötzlich hat er sich erschrocken und tschu, weg war er. Boah, geil. Und dann diese riesigen Fischschwärme. Einmal war so eine Situation, da bin ich wie durch so ein magisches Tor aus Fischen durchgeschwommen und rechts und links von mir waren überall Mengen an Fischen. Oh, und es war so schön. Und hier der Kollege von der Tauchbasis, ultra nett, komplett anfängerfreundlich. Ach, Mann, es hat einfach Spaß gemacht. Mann, was gibt's denn Schöneres? Schön, schön, schön. Ich gehe jetzt meine Haare waschen, die sind nämlich ganz schön salzig. Und dann suche ich mir was zu essen. Ich habe Hunger. Ja, das habe ich dann nicht gemacht, sondern ich bin einfach erst abends essen gegangen und habe dann auf dem Weg dahin nochmal den Urlaub so ein bisschen Revue passieren lassen. Letzter Abend, ein letztes Mal essen gehen, und zwar bei dieser unfassbar nice Pizzeria, wo ich vor ein paar Tagen war. Ich war da am Montag das erste Mal und dachte eigentlich, jo, ich esse das so notfallmäßig, aber diese Pizza war so unfassbar nice. Das ist insane. Es ist nicht die beste Pizza, die ich hier gegessen habe, aber sie war wirklich ganz, ganz weit oben mit dabei. Das ist ganz in der Nähe vom Teigtaschenladen, wo ich auch so gerne bin. Ich muss sagen, jetzt, wo diese Reise so zu Ende geht, ich habe zwischenzeitlich schon gedacht, oh, ich hätte das mal kürzer machen sollen und will nach Hause und ich habe Bock, wieder Leute zu sehen und was weiß ich. Und es ist auch immer noch so, ich freue mich sehr auf zu Hause, ich freue mich sehr darauf, wieder Freunde und Familie zu sehen. Aber ich muss schon auch zugeben, mir ist der Ort hier irgendwie ganz schön ins Herz gewachsen. Also ich meine, es gab mehrere Tage, wo ich einfach nichts zu tun hatte und wo ich auch nicht wusste, was ich machen kann. Und dann einfach 10 Kilometer gelaufen bin. Aber gerade jetzt, die letzten Tage mit den Tauchen, oh, waren so geil. Und dieser kleine Teigtaschenladen, der ist mir komplett ans Herz gewachsen. Und die wellige Straße und dieser Pizzaladen, wo ich jetzt hingehe, weil der so nice ist. Und irgendwie auch diese, ja, nicht mega schöne Airbnb-Wohnung und mein winziges Zimmer mit dem zu kleinen Bett, wo meine Füße am Ende raushängen. Und diese ganzen kleinen engen Gassen und Sträßchen. Und irgendwie muss ich sagen, liebe ich es irgendwie jetzt alles sehr. Ich finde es schon ein bisschen schade, dass ich morgen wieder fliege. Hier ist der Teigtaschenladen und nur ein paar Meter weiter ist dieser nice Pizzaladen. Und die Pizza muss ich genießen. Ich zeige euch einmal kurz vorher die Pizza und dann esse ich die ganz entspannt, ganz gemütlich und ganz genussvoll. Und da ist der Laden, Freunde. Let's go. Von hinten wird man gegrillt wie ein Döner. Ich habe gute Laune, ich freue mich auf die Pizza. Schön war's. Und da ist das Ding, Freunde. Ihr glaubt nicht, wie unglaublich glücklich mich diese Pizza gerade macht. Die werde ich jetzt einfach nur absolut genießen. Let's go. Es fällt mir gerade wirklich schwer, von diesem Restaurant wegzugehen. Ich hätte am liebsten eine zweite Pizza gegessen. Und ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie morgen ganz kurz vom Abflug nochmal hinkriege, noch eine Pizza zu essen oder was weiß ich. Es war wirklich so, so, so nice. Oh, Junge, ich könnte gerade heulen, weil es mich wirklich traurig macht, dass ich diese Pizza jetzt erstmal die ganze Weile nicht mehr essen werde. Aber das war es absolut wert. Und als ich mir dann nochmal eine Abschiedsteigtasche geholt habe, ist tatsächlich das passiert. Es ist so dumm. Ich habe mir dann meine letzte Teigtasche geholt. Und ich habe gerade vor real kurz angefangen zu heulen. Digga, es ist so dumm. Und ich war wirklich vor ein paar Tagen, war ich noch ultra genervt und wollte einfach nach Hause. Und jetzt in den letzten 2 Tagen ist mir das hier alles so krass ans Herz gewachsen. Junge, ich weiß nicht, was da los ist. Sieht man das? Oh ja, sieht man, huch. Junge, was eine Zeit. Da kommen wir noch zum Fazit von einem Tag ohne WhatsApp. Also ich muss sagen, das mit dem WhatsApp nicht benutzen war einerseits relativ schwierig tatsächlich, ging aber auch andererseits voll klar. Ich hatte 16 Mal die Situation, dass ich eigentlich eine Nachricht schreiben oder eine Sprachnachricht machen wollte, aber dann halt nicht gemacht habe. Und ich habe über diesen Tag 39 WhatsApp-Nachrichten bekommen. Die lese ich dann später oder morgen. Irgendwie auch ganz nice, einfach mal gar nicht so immer am Handy sein und immer mit Leuten in Kontakt sein, sondern wirklich mal auf mich allein gestellt sein. Das war ja eigentlich der ganze Point von dem Urlaub. Ich habe es mir halt ein bisschen angenehmer gemacht. Aber so für einen Tag, so als Experience, ist es eine gute Sache. Zusammengefasst kann ich auf jeden Fall sagen, dass es eine teilweise echt herausfordernde, aber alles in allem schon sehr, sehr gute Erfahrung war. Und ich habe auf jeden Fall eine Menge dabei gelernt. Teuer muss das Ganze auch nicht unbedingt sein. Ich habe für Hin- und Rückflug zusammen 300 Euro bezahlt. Für die Unterkunft nochmal für die ganze Woche ungefähr 190 Euro. Und für Essen und Aktivitäten nochmal ungefähr 350 Euro. Wobei die Hälfte davon fürs Tauchen drauf ging. Und ich meine, man kann das Ganze ja sowieso deutlich günstiger gestalten. Man muss ja nicht direkt nach Spanien fliegen und auch nicht direkt für eine Woche. Es reicht ja, wenn man irgendwie in Deutschland mal für ein Wochenende einfach alleine einen Städtetrip macht. Also um die Frage des Videos zu beantworten, ich würde sagen, es ist tatsächlich eher underrated und man sollte es schon mal ausprobiert haben. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, probiert es doch einfach mal aus.